Ein letztes Mal überprüfen Mariana Steiner und Michael Schäffer ihre Reisedokumente. Fast ein Jahr lang haben sie ihre Reise geplant und vorbereitet. Die Wohnung konnten sie für die Zeit ihrer Abwesenheit vermieten. Ihre restlichen Habseligkeiten sind im Keller oder bei Freunden verstaut. In den kommenden 2 Jahren wird das Wohnmobil ihr Zuhause sein. Aber auf was freuen sich die beiden denn am meisten? Das Neue, ja. Auf alles Unbekannte, das kommen wird. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Dass wir gesund bleiben, dass das Auto durchhält, dass wir nicht überfallen werden, dass wir einfach gut durchkommen. Wir haben schon erlebt, dass wir sehr viel, wir haben schon jetzt in Deutschland sehr viel Hilfe erlebt und wir haben schon solche Touren auch im kleineren Rahmen gemacht und immer wieder trifft man Leute, die einem weiterhelfen und das ist eigentlich das Schöne an dem Reisen. Die Künstlerin arbeitet im Blindeninstitut und hat 2 Jahre Sonderurlaub bekommen. Michael Schäffer ist selbstständiger Unternehmer. Während in der Wohnung alles soweit schon abfahrbereit ist, herrscht im Atelier von Mariana Steiner noch das totale Chaos. Viel zu tun, denn bis zur Abreise muss das Atelier komplett leergeräumt sein. Aber die Kunst wird die beiden auch auf ihrer Reise begleiten. Wir nehmen eine Leinwand mit, eine zusammengerollte Leinwand. Und wenn wir jemanden treffen, der mit uns malen möchte, der malt dann ein Stück von dieser Leinwand. Also eigentlich nur immer ein Streifen, so halber Meter bis ein Meter. Es können mehrere Leute, die auf einmal malen sein oder nur einer, der sich da verwirklichen möchte. Und so nach und nach entsteht dann ein Bild, das von ganz Amerika gemalt wird. Mit 12 Jahren bekommt Michael Schäffer ein Buch über die Panamerikaner geschenkt und träumt seitdem davon, sie zu bereisen. Ich glaube, die Zeit ist jetzt am besten, dass wir es jetzt machen und nicht noch warten. Ich glaube, Träume muss man sich verwirklichen, wenn man es verwirklichen kann und nicht aufschieben. Und das machen wir jetzt einfach. Jetzt ist sein Traum Wirklichkeit geworden. Wir wünschen den beiden eine gute und spannende Reise.